Marco, erstmal nochmal Gratulation zur Bronzemedaille bei der WM in Frankreich. Es war ein spannendes Spiel um Platz 3 gegen Kroatien. Ihr habt eine ganze Zeit lang zurückgelegen und dann am Ende auch durch deinen Einsatz doch noch die Wende geschafft. Wie war das, dieses Rankämpfen? Ja, danke schön. Ich muss sagen, war wirklich so unglaubliches Spiel. Ich war schon mit 8 Tore zurück und am Ende, letzte 10 Minuten, wir haben gespielt wie verrückt in Deckung. Dann schnell nach vorne laufen und wir machen nur leichte Tore und am Ende mit einem gewonnen und war unglaublich, was für ein Spiel war das, ja. Es war der größte Erfolg Sloweniens bei einer Handball-WM. Dementsprechend groß war auch der Jubel bei euch im Land. Erzähl mal, was ist da so alles passiert, als ihr zurückgekommen seid? Ja, das war die erste Medaille in WM für Slowenien und für Slowenien. Und wir haben schon viel gehabt jetzt in Slowenien. Ich war in Ljubljana war viele Leute da. Dann in meiner Heimstadt war auch viel los. Und ja, ich muss sagen, das ist jetzt in Slowenien so eine richtig große Handball-Euphorie. Du bist jetzt erst einen Tag später gekommen, im Vergleich zum Beispiel zu Jelko. Wie fit wirst du sagen, fühlst du dich so im Moment heute, bevor das Training wieder losgeht? Ja, okay, ich muss sagen, ich bin ein bisschen müde, weil ich habe die ganze Nacht gefahren und wenig schlafen, aber okay, so körperlich und so, ich habe keine Verletzung oder so und bin fit. Ich denke, es kann normal trainieren und gute Vorbereitung für Rückrunde. Jetzt habt ihr mit Kroatien im Spiel um Platz 3 natürlich die Mannschaft geschlagen, in der Jelko Musa auch spielt. Ihr beide versteht euch gut, seid gute Freunde. Tut einem das im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen leid für ihn, dass es nicht geklappt hat? Ja, okay, ich habe nach dem Spiel gar nichts wie sagt das, gedacht. Bei Jelko, ja, ich habe sofort so, war froh und danach hat mir Jelko eine Nachricht geschrieben und habe zurückgeschrieben. Aber vor dem Spiel habe ich ihm auch wie vor jedes Spiel geschrieben, dass ich wünsche ihm ein gutes Spiel und viel Glück. Und wer ist am Ende Beste, das, ja, dann. Und wir waren am Ende und ich weiß, das war Jelko ein bisschen traurig, aber so ist Sport mein Wunsch war, dass Kroatien spielt im Finale gegen Frankreich, aber am Ende war das nicht so so ist. Kommen wir noch kurz zur Medaille. Du hast sie sogar mit? Ja. Mal ganz kurz, einmal kurz in die Kamera, so vielleicht neben das Gesicht. Da ist sie einmal die Bronzemedaille der Handball-WM 2017 in Frankreich. Wo wird die jetzt bei dir zu Hause hängen? Ach, wo ich habe noch keinen Platz für diese Medaille, aber ich denke, kommt so in einen ganz besonderen Platz und das kann ich jeden Tag sehen.